Hallo, ich bin Christian. Ich stelle heute in meiner 27. Session eine Versuchsanordnung vor, die über viele Jahre über die Entwicklung von visueller Wahrnehmung, von Motorik und Emotionen einige sehr interessante Aussagen treffen kann. Es handelt sich bei der Versuchsanordnung um die visuelle Klippe, wie sie hier zu sehen ist. Das heißt, ich habe hier einen Bereich, der ebenerdig ist und dann eine Plexiglasscheibe, die scheinbar oder die auch tatsächlich über einen Abgrund hinweg führt. Und damit jeder das sehr genau sieht, ist halt hier der Untergrund kariert. Und ursprünglich ist diese Anordnung entwickelt worden von Elena Gibson und ihrem Team, um festzustellen, ab welchem Alter Kinder binokulär sehen können. Das heißt, ab wann sind sie in der Lage, Entfernung abzuschätzen und Tiefen wahrzunehmen? Und um das festzustellen, haben sie eben kleine Säuglinge, also Babys, hier auf diese Klippe gesetzt und geguckt, ob sie tatsächlich merken, dass sich hier von der visuellen Wahrnehmung her etwas ändert. Und tatsächlich ist es so, dass man bei ganz jungen Kindern noch ganz wenig aussagen konnte. Das heißt, erst die ersten Monate über saßen die Kinder da und schienen sich gar nicht groß für dieses visuelle Rift zu interessieren. Und man konnte gar nicht genau beobachten und feststellen, können sie die Tiefe wahrnehmen oder nicht. Bis dann ein Team auf die Idee gekommen ist, doch mal genau hinzugucken, nicht nur auf ganz offensichtliche ängstliche Reaktionen, denn wenn wir auf eine solche Klippe gestellt würden und wir würden plötzlich sehen, es geht ganz tief herunter, wir würden ja verängstigt gucken. Aber das konnte man bei den Babys eben noch nicht feststellen. Aber nachdem man sie sozusagen mit einem EKG verbunden hat, hat man doch festgestellt, dass hier in dem Bereich, in dem sozusagen noch keine visuelle Klippe da ist, sondern noch alles ganz sicher erscheint, dass sie da auch sehr ruhig sind. Und wenn sie dann aber weiter vorgeschoben werden, in dem Bereich, in dem es ja scheinbar tief hinabgeht, dann kann man feststellen, dass die Herzrate sich verändert, der Babys, dass sie es irgendwie interessanter finden. Und auf diese Weise konnte man doch feststellen, dass Babys ab 3 Monaten binokular sehen können. Und das Interessante ist zudem noch, dass fast alle Kinder zur gleichen Zeit diese Tiefenwahrnehmung auch beherrschen. Und Kinder, die es eben mit 2,5 Monaten oder mit 3 Monaten noch nicht können, entwickeln diese Fähigkeit innerhalb von 3 Wochen. Und das war damit schon mal zum einen sehr interessant. Das andere war aber, dass sich alle halt sehr gewundert haben, dass Kinder, die kleinen Babys, eben sich gar nicht erschrecken. Und deswegen hat man weiter geforscht und geguckt, wann kommt denn dieses Erschrecken? Und das hatte ich ja in meiner letzten Session bereits erklärt. Kinder, die ja gewohnt sind, von den Eltern getragen zu werden, fühlen sich eigentlich noch ganz sicher, wenn sie Tiefe wahrnehmen. Denn das ist ja etwas ganz Gewohntes. Sie sind ja normalerweise auch geschützt im Arm ihrer Eltern und haben dann keine Angst. Und was man hier eben feststellen konnte anhand des Versuchs ist, dass Kinder bis zu einem halben Jahr weiterhin keine Angst, keine Ängstlichkeit zeigen vor der visuellen Tiefe. Und erst in dem Alter, wenn sie anfangen selber zu krabbeln, bekommen sie plötzlich Angst. Das heißt, all die Babys, die tatsächlich hier über die Klippe hinweg krabbeln könnten, tun dies erstmal gar nicht, weil sie eben Angst vor der Tiefe haben. Und es bleibt auch eine ganze Zeit so. Und außerdem hat man festgestellt, dass manche Kinder, also wie gesagt ganz sensitiv, die eben mit 7 Monaten oder mit 8 Monaten, was manchmal vorkommt, noch nicht krabbeln, auch diese Kinder haben keine Ängstlichkeit. Während alle anderen Kinder, die ja in dem Alter bereits krabbeln, schon Ängste zeigen. Also das heißt, tatsächlich ist es so, die Ängstlichkeit vor Tiefe kommt erst mit der eigenen Lokomotion. Hatte ich ja in der letzten Session schon erwähnt. Und was ich aber immer ganz faszinierend finde, man hat also weitergeguckt, was ist denn, wann, was ist das, was
sozusagen die Ängstlichkeit der Kinder aufheben kann. Und das hat man anhand dieses Versuchs eben auch schön darstellen können. Es ist das gute Zureden einer engen Bezugsperson, insbesondere der Mutter. Das heißt, etwa ab einem Jahr oder 14 Monaten gelingt es den Müttern, was in einem Versuch eben auch versucht wurde zu zeigen, die Kinder zu motivieren, über die Klippe hinweg zu krabbeln. Mütter rufen also, komm, du kannst krabbeln, du bist ja sicher, und vergewissern das auch mimisch ihren Kindern. Und während 9 Monate alte Kinder aber noch solche Ängste vor der Tiefe haben und sich kaum so auch von ihren Eltern überreden lassen sozusagen, machen das dann 12 bis 14 Monate alte Kinder immer zuverlässiger. Und tatsächlich ist das eben genau der, sozusagen das Alter, wo die Kinder auch in ihrer normalen Umgebung immer häufiger Bezug nehmen zu ihren Eltern, wenn sie beispielsweise in einer neuen Situation sind, wenn sie einen Raum neu erkunden und die Mutter ist dabei, dann schauen sie eben zu Mutter auf und vergewissern sich, Mama, ist das okay, wenn ich jetzt hier weiter krabble? Und dieser Bezug sorgt eben dann dazu, dass Kinder lernen, ihre Ängstlichkeit in den Griff zu bekommen. Und wenn wir uns einfach mal überlegen, wie haben sich Ängste entwickelt, wir sehen anhand dieses Versuchs eben, dass die Ängstlichkeit so im Alter von 6 Monaten, wenn Kinder krabbeln, stark zunimmt. Das ist dann im Übrigen auch das Alter, wo die meisten Kinder wirklich anfangen, intensiv zu fremdeln. Sie lächeln in dem Alter dann nur noch ihre engsten Bezugspersonen an und vor anderen Erwachsenen und anderen Personen, unbekannten Personen, haben sie dann Angst. Und erst wenn sie immer souveräner sozusagen sich auch vergewissern können über Blickkontakt, bin ich sicher, und auch die Signale der Mutter immer zuverlässiger nutzen können, sind sie auch allmählich in der Lage, ihre Ängste zu überwinden. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich diese Experimente oder über die Experimente auch berichte, was ist eigentlich mit den autistischen Kindern? Wie verloren müssen die dann eigentlich in einer solchen Situation sein? Sie haben auch Ängste und entwickeln auch Ängste vor fremden Personen und auch vor Tiefe und vor vielem anderen. Aber sie haben eben nicht so sehr gelernt, über Blickkontakt sich wieder zu beruhigen. Und ich glaube, dass da ein großer Schlüssel und ein großes Defizit auch im emotionalen Bereich von Kindern mit Autismus liegen. Gar nicht so sehr in der Zeit davor. Wenn so etwas wie die Intensive World Theorie stimmt, dann müsste ja eine große Ängstlichkeit, eine große Verunsicherung bei reizüberempfindlichen Kindern von Anfang an da sein. Aber meine Erfahrung mit den allermeisten Eltern ist, dass diese Ängstlichkeit erstmal nicht da ist. Die Eltern berichten ja eigentlich, dass das Kind sich im ersten Jahr häufig noch relativ unauffällig entwickelt haben. Und ich glaube, vor allen Dingen in den ersten Wochen gelingt es auch den Eltern, dieses Urvertrauen bei ihren autistischen Kindern zu verankern. Das eigentliche Problem mit ihrer Ängstlichkeit, mit ihrer Emotionalität beginnt dann meines Erachtens in dem Alter von etwa 8, 9 Monaten oder dann später, wenn die anderen Kinder eben schon gelernt haben, mit ihrer Ängstlichkeit über sozialen Blickkontakt und über die Vergewisserung, dass sie sich sicher fühlen können, eben auch schon ihre Ängste überwinden zu lernen, in der Lage sind.